Hey Leute, hier ist Marco von Specht Fotodesign. Um was geht's heute? Um meine kleine Produktvorstellung. Pixel hat einen neuen Blitz rausgebracht, den X800C. Sie kamen wieder auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich nicht ein kleines Review über den Blitz machen könnte. Ich habe ja den Pixel Mago schon mal vorgestellt und wollte mich jetzt mal diesem X800C annehmen. Lasst uns mal direkt einsteigen, was der Blitz alles kann. Hier auf der Seite stehen schon ein paar nette Marketing-Icons drauf. Die können wir mal einzeln durchgehen. Der Blitz ist auf jeden Fall ein ETTL-Blitz. Er kann manuell, er kann diesen Strobo-Modus, diesen Multimodus. Dann hat er eine Guide-Number, also die Stärke vom Blitz quasi, von 60. Er kann HSS bis ein Achttausendstel, dann einen Wireless-Modus, also einen Funkmodus. Das Icon finde ich ja ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich nicht genau, konnte ich nicht lange nicht genau deuten. Also das ist quasi der optische Master oder Blitz oder Slave-Modus, also quasi Canon optischer Master. Dann einen ja, obligatorischen S1, S2-Modus, finde ich aber auch immer sehr sinnvoll. Also quasi zum einfachen optischen Triggern, zum manuellen, also ohne jetzt ETTL verwenden zu können. Der S2 unterdrückt den Vorblitz beim ETTL. Dieser Begriff S1, S2 sollte also recht geläufig sein. Ja, hier ein tolles Icon, er kann auch abseits vom Hot Shoe verwendet werden. Wow, toll, das habe ich mir fast gedacht. Ja, das ist ein nettes Icon, also Überhitzungssensor. Dann ein AF, also ein Autofokus, Hilfslicht, Blitzlicht zum besseren Fokussieren. Ja, USB-Anschluss hat er, das heißt, man kann Firmware-Upgrades durchführen. Zeige ich euch dann später auch noch. Der Blitz hier, also den ich bekommen habe, der hat hier die Firmware-Version F4B002, also das sollte die Release-Version sein, so wie er am Markt erscheint. Ja, er kann zoomen, er hat einen zweiten Vorhangmodus, also einen Second Curtain, einen First Curtain, also ganz normalen ersten Vorhangmodus. Er hat eine Belichtungskorrektur und einen, ja, FEB, einen Flash Exposure Bracketing. Also wenn man quasi in verschiedenen Blitzstärken bracketen will, also mehrere Fotos hintereinander machen will, wie beim HDR quasi, dann kann man das auch. Weiß ich nicht, ob das Feature überhaupt so sinnvoll ist. Ich habe es eigentlich nie verwendet. Er kann die Belichtung speichern. Klar, ist eigentlich auch ein ganz normales Feature. Ja, dann schauen wir mal, was im Karton drin ist. Erstmal beim Design vom Karton finde ich ganz gut, ist ein relativ großes Teil. Innen drin sieht man eigentlich, dass da auch eine Menge Luft ist. Einmal hier der Blitz in der Verpackung. Dann das hier, ja gut, einfach irgendwie ein Dämpfer, ich weiß nicht, also hätte man irgendwie den Karton ein bisschen kleiner machen können, wenn das weggelassen worden wäre. Dann hier zwei kleine unscheinbare Verpackungen, lass uns da mal reinschauen direkt. In einer liegt hier so ein ja, Blitzdiffusor bei. Finde ich ganz gut. Schauen wir uns dann auch gleich an. Der passt ganz gut nämlich. Na dann, was haben wir hier noch? Das mal weg. Ja, den Blitzständer quasi mit einem Gewinde. Ja, kann ihn draufstecken, also kennt man auch zu Genüge. Hauen wir mal das ganze Zeug weg. Und schauen wir mal zum Blitz selber. Hier die Packung oder beziehungsweise die Tasche. Er hat also die Möglichkeit, man kann hier einmal ja, ein Gurt oder ein Rucksackgurt oder was auch immer hier durchstecken von der Seite. Aber auch von der Seite. Je nachdem, wie man es befestigen möchte. Ja,
Also ganz nette Idee, aber braucht man eigentlich nie, finde ich. Von mir aus hätten sie das auch weglassen können bei der Tasche. Eine Tasche muss für mich einfach nur möglichst kompakt sein und Blitz halt einigermaßen schützen. Dafür finde ich, ist der Blitz hier drin schön. Dafür finde ich, hat der Blitz hier innen schön viel Platz. Also er ist jetzt nicht extrem eng hinein gezwängt. Das war beim Pixel Mago ein bisschen der Fall. Hier natürlich die Tasche hinten, wo man dann auch diesen Ständer reinzwängen kann. Passt aber ganz gut. So, kommen wir mal zum Blitz selber. So schaut er also aus. Mal einen kleinen Rundumblick. Die Größe vom Blitz ist ganz gut. Auf jeden Fall kleiner als der Pixel Mago. Also das hat mich beim Mago schon gestört, dass der extrem klobig war. Und dann auch der Blitzkopf, die ja keine normalen Blitzformer tragen konnte. Aber hier ist insgesamt die Größe recht sinnvoll. Wenn man jetzt mal, ich habe jetzt hier mal den Shenny SN600 SC, der also auch sehr beliebt ist, finde ich auch recht gut. Der ist sogar ein bisschen größer. Also ist gar nicht so leicht, die so genau nebeneinander zu legen, aber so sind sie etwa gleich. Da ist er schon ein Stückchen länger noch. Und das finde ich ganz gut bei dem Gerät hier. Übrigens werde ich auch auf meinem Blog auf frankenfotograf.com ein paar Zeilen zu dem Blitz noch schreiben und auch ein paar Bilder reinhängen, wo man vielleicht die Größenverhältnisse genauer sieht. Also muss man sagen, etwas kompakter als vielleicht so die Konkurrenz. Auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Größe. Vielleicht noch als zweiten Vergleich hier der Yongnuo YN565EX. Davon gibt es mittlerweile eine zweite Version, aber das ist die erste. Aber ich glaube, die sind gleich groß. Falls den jemand hat, sehe das hier auch nochmal den Vergleich. Da ist eigentlich, ja, da ist eigentlich der Yongnuo etwas kompakter. Je nachdem, wie man es immer so nebeneinander hält, aber ja, im Endeffekt ist der X800C ein bisschen größer als der Yongnuo, aber auf jeden Fall kleiner als der Shenny. So, schauen wir uns mal das Äußere an, was mir so auffällt. Mir ist eigentlich bei Blitzen immer sehr die Bedienung wichtig, also die Handhabung und überhaupt, wie man mit dem Gerät selber umgehen kann. Und was einem da jetzt auffällt, mal von den Anschlüssen her, hier an der Seite, eine Klappe finde ich gar nicht schlecht. Also eine Klappe kann man aufmachen, hier hat man gleich diesen externen Stromanschluss, daneben den USB-Anschluss. Lässt sich also schön schließen. Hält auch. Dann hier separat noch den PC-Sync, den normalen Sync-Anschluss. Lass uns mal die Batterietür anschauen. Also ja, relativ Standard. Der Shenny hat hier was Besseres. Der ist hier schön abgedichtet auch. Hat der hier nicht. Also quasi so eine kleine Gummidichtung außenrum, um wirklich die Batterien trocken zu halten. Hat dieser hier aber leider nicht. Trotzdem, Batterietür hält und erfüllt seinen Zweck ganz gut. Was mittlerweile relativ Standard ist schon, aber was ich sehr gut finde, ist hier dieser Schnelllock, wo man einfach nur drehen muss und dann rastet es halt ein. Früher war da immer so ein Rädchen. Dann, ja, natürlich der Diffusor und eine kleine Bounce Card. Weiß nicht, bei manchen habe ich gelesen, soll die Bounce Card irgendwie nicht so schön rauskommen, wenn man den Diffusor rauszieht, aber ich finde, ist jetzt hier kein Problem. Kommt eigentlich immer mit raus, also ist jetzt kein Problem, dass das Ding eben nicht rausrutscht.
Aber andere mussten wohl damit ein bisschen mehr fieseln. Was ich ganz gut finde, dass die Blitzköpfe hier mittlerweile ein bisschen so ein paar Details haben, damit der Diffusor besser hält. Da ist hier oben so eine Nase und hier so zwei Einkerbungen. Und da gibt es also Diffusoren, die dann dafür ganz gut passen und dann auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompakter sind. Und sage mal gleich hier den mitgelieferten. Der ist dafür ganz gut geeignet. Also da haben sie diese Features sozusagen auch drin. Hier eine Nase und hier zwei, auch nochmal so zwei Nasen, die dann da quasi genau reingreifen. Und dadurch hält der Diffusor recht gut an Ort und Stelle. Also man drückt den wirklich einfach nur hier, also vielleicht setzt man ihn hier oben an und zieht es einmal hier so runter und dann klickt er auch ein. Und jetzt ist das Ding eigentlich echt fest. Und also man kann da wirklich hin und her ziehen. Das hält ziemlich gut an Ort und Stelle, klappert nicht und so weiter. Also es ist echt nicht schlecht. Beim Pixel Mago habe ich das ja, wenn ihr es gesehen habt, ziemlich bemängelt, dass der Diffusor nicht gehalten hat. War vielleicht auch so dieses Vorserienmodell oder der Diffusor war noch nicht richtig von der Produktion her eingestellt, aber das Ding hält jetzt auf jeden Fall sehr gut. Und sollte auch, da sollten auch andere Diffusoren kompatibel sein, weil wie gesagt der Blitzkopf relativ Standard ist von der Größe her. Okay. Eine Sache, die jetzt hier interessant ist, mit dem Neigen und Drehen. Also es ist so, man kann ihn bis nach oben erstmal ohne einen Lock, hier an der Seite ist nämlich so ein kleiner Push-Button, ohne einen Lock einfach verstellen. Also hier geht alles ohne Probleme, bis man ganz oben ist. Also wirklich senkrecht nach oben eingestellt. Jetzt lässt er sich nicht mehr drehen. Jetzt muss man diesen Button drücken und ihn wieder entriegeln. Na? So, aufpassen. Dann ist es so, er ist außerdem noch sozusagen in der Mitte gelockt. Das heißt, man kann ihn jetzt nicht nach links und rechts verdrehen. Auch dazu muss man also diesen Button pushen. Naja, Deutsch-Englisch, also den Button drücken. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also im Endeffekt einen seitlichen Lock brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, also wenn man es drückt, lässt er sich also aus der Position verdrehen und dann also quasi hier einmal rumdrehen. Und da ist auch nichts mehr gelockt an der anderen Seite. So, jetzt ist er wieder hier in der Mitte gelockt. Und in die andere Richtung, okay, geht es auch 180 Grad. Das ist auch ganz sinnvoll. So, aber auf jeden Fall diese Position, wo es einloggt, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist nämlich bei anderen Blitzen anders gelöst. Und ich finde, wenn dann die verschiedenen Hersteller da immer andere Sachen machen, ja, und man mischt die Blitze durch, Pech, ne? Also, wenn man nur diesen Blitz hat, also vier Stück oder so von denen und nichts anderes verwendet, okay, kein Problem. Aber zum Beispiel jetzt beim Shanny ist es nämlich anders gelöst. Manche haben überhaupt kein Lock. Also, ich finde, zum Teil hat überhaupt kein Lock den Vorteil, dass man halt einfach hin und her reißen kann, wie man will, ohne was abzubrechen. Wenn aber ein Lock da ist, ist es auch nicht so schlecht, weil man dann schwere Blitzmodifizierter draufstecken kann, ohne dass der Blitz eventuell abknickt, wie jetzt ein Orbis Ring Flash oder sowas. Da ist das echt gut, dass das hier oben hält, weil dann steckt man den Orbis hier oben drauf und man hat also nicht, muss nicht die Angst haben, dass er umknickt, sondern das hält wirklich. Außer der Blitzkopf bricht ab, weiß ich nicht, wie schnell sowas passieren kann. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt hier mal diesen Lockmechanismus anschauen, muss ich selber nochmal ausprobieren. Also ganz oben ist der hier beim Shanny auch eingeloggt, muss man also hier auch drücken. Und dann geht es also runter. Aber auch unten, genau, auch unten ist es eingeloggt. Also jetzt muss ich wieder drücken, dass ich hochkomme. Ne? Also okay, unten und oben. Dafür ist es aber so, das seitliche ist überhaupt nicht gelockt. Ne? Und jetzt hat man da unterschiedliche Blitze und muss da irgendwie mal wissen, wo muss ich und wo muss ich nicht drücken. Also am besten, man hält eigentlich immer die Hand da hinten an dem Lockbutton, wenn man es dreht, weil man nicht weiß, ob man gleich was kaputt macht. Ja. Das ist so ein kleiner Ausflug in die Details. Ich finde es aber relativ wichtig, vor allem wenn man eben Blitze durchmischt. Okay, weiter zur Bedienung. Und zwar
mal hinten die Buttons wirklich ausprobieren. Die sind schön, die klicken schön, die haben einfach nur so einen kleinen Druckpunkt, stehen leicht raus. Das heißt, die klicken auch einwandfrei und das ist echt gut. Das ist nicht zu bemängeln. Was ich immer noch bemängel, ist jetzt hier dieser An-Ausschalter. Den haben sie immer noch nicht geändert. Da muss man sich wirklich fragen, warum ist erstmal, okay, erstmal off, dann geht man eins weiter, dann ist es auf on und noch eins weiter und dann ist es dieser Lock-Modus. Das heißt, dann sind alle anderen Buttons inaktiv. Dann kann man da nichts mehr verändern von den Einstellungen her. Finde ich aber total, ja, doof gelöst, weil ich meine, wenn ich einen Blitz anschalte, dann mache ich immer komplett, drehe ich diesen Schalter komplett auf, soweit es geht. Und dann ist er aber gelockt. Ja, das ist wieder irgendwie sinnlos. Also alle anderen haben es nämlich so. Er hier hat auch so einen kleinen Schalter. Wenn ich da komplett den Schalter umlege, dann ist er einfach an. Und in der Mitte, in der zweiten Einstellung, da ist er vielleicht gesperrt. Die braucht man halt nie. Oder wenn man sie braucht, dann macht man es extra auf diese Einstellung. Aber sonst will ich einfach nur anschalten und dann mache ich einfach den Schalter komplett um. Das war beim Pixel Mago schon so und haben sich hier auch nicht geändert. Finde ich schade. So, eine andere Sache, ich habe es schon mal ausprobiert, das Rädchen. Bin ich immer so ein bisschen skeptisch bei den Blitzen, wenn die solche Rädchen haben. Weil oft ist es dann so, wenn man hier dreht, dann ändert sich meistens schon bei einem Klick die Einstellung um eins. Aber manchmal ist es irgendwie so, man dreht weiter, es klickt, aber es ändert im Display trotzdem die Einstellung nicht. Und dann muss man so ein bisschen wie das so das Rädchen so ein bisschen hin und her drücken und dann bekommt man auch die Einstellung hin, aber man muss halt quasi immer aufs Display drauf schauen. Aber hier beim Pixel X800C haben sie es ganz gut gelöst. Also ich finde hier das Rädchen wirklich ja, ziemlich hochqualitativ. Beim Shanny finde ich es da ein bisschen ungenauer. Also hier das Rädchen wirklich besser. Zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Und in der Mitte natürlich hier dieser OK-Button. Ja, da ist auch nichts auszusetzen. Jetzt machen wir mal den Blitz an. Darauf habt ihr sicherlich jetzt schon gewartet. Also nur auf On, also nur ein Klick. Hier die Firmware-Version 11.4b002. So, dann sehen wir hier das Display, die ganzen Buchstaben und die Anzeige ist alles relativ klein geschrieben, im Gegensatz zum Shanny zum Beispiel. Vielleicht ein bisschen schwieriger abzulesen. Ich finde, man hätte es schon größer schreiben können, das meiste, ohne da vom Platz her Einbußen zu machen. Aber lasst uns gleich mal das mit dem Rädchen ausprobieren. Also hier, gehen wir mal in den Zoom. Na, ist jetzt hier oben aktiv. So. Also mal ganz unten anfangen. Also testen wir das Rädchen. Hier mal 1, 2, 3. Das 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also es hakt auch wirklich ein bisschen, aber es ist besser eigentlich als beim Shenhe, also würde ich wirklich sagen. So, dann lasst uns mal das Menü hier ein bisschen durchschauen, was wir hier sehen. Und zwar, was ich gut finde, ist eine Batterieanzeige. Das haben wenig Blitze, also wie der Akku gerade ist, der Akkustand. Ja, natürlich den Zoom-Bereich gerade. Die Belichtungseinstellung, wie der Kopf geneigt ist, also er ist gerade nach unten geneigt, das zeigt er an. Ich weiß nicht, ob man diese Einstellung überhaupt benötigt. Jetzt ist er nach oben der Pfeil, okay. Ja, sehe ich aber eigentlich auch. Dann hier unten kann man den Sync ändern, das heißt zum Beispiel HSS, zweiter Sync, zweiter Vorhang, erster Vorhang. Da kann man also hier umschalten, dann wie gesagt hier den Zoom, hier die Belichtungskorrektur, dann hier der Pilot-Button, der Auslöse-Button, ne? Klar. Also man kennt eigentlich das meiste, ist, von der Bedienung her ziemlich an den Canon 600 RT angelehnt. Besitze ich zwar selber nicht, aber soweit ich gelesen habe, ist das also ziemlich ähnliche Bedienung. Man kann hier also über den unteren Button, über den Mode-Button, einfach diese Modi durchwechseln. ETTL, M für manuell,
diesen Strobo-Multimodus, den man sicherlich nicht allzu oft verwendet. Der Button darüber, der ändert quasi die Master-Slave-Modi. Ist finde ich jetzt nicht so schön gelöst, das ist also ein Manko bei dem Blitz. Und zwar der Button, wenn man ihn nur kurz drückt, dann ändert er erstmal gar nichts. Ziemlich verwirrend, und warum sollte das so eingestellt sein, dass man da nichts ändert? Nein, es ist so, man muss lange drücken und dann ändert er diesen Modus. Vielleicht so ein bisschen als Sicherheit, aber ich finde es eher störend. Wenn man jetzt hier lange drauf bleibt, zack, ändert er. Klick, zack, ändert er. Also ist ein bisschen Wartezeit eingebaut, und warum sollte da eine Wartezeit sein? Also ich finde das ein bisschen nervig, und wenn man einen Blitz schnell bedienen möchte, dann stört es eher. Also immer wenn man lange drauf bleibt, dann ändert er diesen Modus. Ändern wir nochmal. Wenn man jetzt nochmal in einem, so einem Modus drin ist, kann man also jetzt draufklicken, und dann ist man bei dem Symbol, um das zu ändern. Das sind wir jetzt also in diesem optischen Modus drin. In dem optischen Master-Modus, den kann man jetzt per Drehen des Rädchens auch ändern auf den Funk-Modus. Genau, hin und her wechseln quasi. Und wenn man wieder hier drauf drückt auf den oberen Button, dann kommen wir zum nächsten Icon. Kann jetzt sagen, alle sollen hier korrigiert werden. Es soll Ratio, also 1 zu 1 Blitzstärke zum Beispiel momentan eingestellt werden. Oder auch noch die Gruppe C hinzunehmen. Also Gruppen A, B und C. Und genau. Gehen wir zum nächsten Icon. Hier ist Channel. Also vier Einstellungskanäle. Dann, ob der Blitz selbst mitblitzen soll oder ausgeschaltet sein soll und quasi nur die anderen Blitze steuern soll. Das lässt sich also hier dann in dem Modus einstellen. Jetzt können wir hier drüben zum Beispiel auch, wenn wir hier auf dem Button länger drauf bleiben, auch diese Spezialeinstellungen quasi da oben ändern. Gehen wir mal da länger drauf. Das ist einmal der Sound an aus, also das Piepen. Dann wie lange das Licht anbleiben soll. Hier 5 Sekunden nervt mich jetzt gerade etwas, deswegen stellen wir das jetzt mal um. Mal auf 10. Unendlich. Okay, dann bleibt es an. So, schön. Dann AF-On, also dieses Hilfslicht kann man an- und ausschalten. Und wenn wir wieder draufklicken, geht es am nächsten, wann der Blitz ausgeschaltet werden soll. Also Standby quasi nach 30 Minuten, nach einer Stunde, nach 2 Stunden gar nicht ausschalten. Und genau, dann fängt es wieder bei 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, ja, an. So wechselt es also durch. Also wenn man das so ein bisschen mal ausprobiert hat, dann kriegt man die Bedienung schon rein. Aber ich finde also hier auf jeden Fall nervig, dass man lange Zeit bei dem Button draufbleiben muss, damit man hier den Modus wechselt in die Master-Slave-Modi. Und dann wieder halt kurz drücken, um da oben was ändern zu können. Und was man jetzt, glaube ich, noch machen kann, und da ist man dann extrem verwirrt dadurch, wenn wir jetzt hier mal in den Slave-Modus reingehen und dann hier oben zu dem Funksymbol und das mal wechseln in das optische, quasi optischer Slave jetzt. Das ist jetzt der Modus S1, haben wir jetzt also auch gefunden. Dann lässt sich jetzt der S2 einstellen? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Kann ich jetzt echt nicht. Aha, jetzt muss man hier auf den wieder drücken. Es ist also ein bisschen rumgefummelt, bis man das mal raus hat. So ist also grob die Bedienung. Jetzt lasst uns nochmal testen, wie schnell der Blitz sich wieder auflädt. Also die Recycle Time ist auch interessant, weil er ist so ein bisschen langsamer als der Shenny. Der Shenny ist also bekannt dafür, dass er extrem schnell ist. Aber wir können es ja einfach mal 1 zu 1 vergleichen. Dazu machen wir mal den. Wo haben wir es denn jetzt? Den manuellen Modus an.
Und hier auf manuell, genau, manuell 1,1, also volle Power. So, machen wir mal den Schnelli dazu. Den Schnelli habe ich jetzt mal, genau, auf volle Power eingestellt und auf den Mitblitzmodus, also S1-Modus, das heißt, er wird über die Fotozelle einfach mitblitzen. Dadurch sehen wir recht schön, wann die beiden wieder aufgeladen sind, wie lange das dauert. Deswegen machen wir hier einfach den Pilotbutton, dann löst der mit aus und dann schauen wir, wann die LEDs wieder angehen. Mal schauen. Das müsstet ihr also dann auch recht schön selber sehen können. Also dauert deutlich länger, ne? Muss man wirklich sagen. Also es ist, ich weiß nicht, so ungefähr der Shandy so, ich glaube 1,8 Sekunden und der hier 3 Sekunden, würde ich sagen. Das machen wir nochmal. Also 3, 2, 1, zack. Genau. Erst wenn wirklich das Licht rot ist, kann man ihn wieder auslösen. Also der Shiny ist deutlich schneller, aber er ist auch wirklich wahnsinnig schnell. Also es gibt glaube ich wenige, die annähernd so schnell wieder aufladen. Trotzdem hier ist der Pixel wirklich nicht ganz so toll. Ist wieder ein kleines Manko. So. Das wäre soweit die Bedienung und die Menüführung. Fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr groß dazu ein. So, das war jetzt mein erster Eindruck zur Optik und Haptik des neuen Pixelblitzes. Ob noch weitere Videos folgen, werde ich sehen. Hier nochmal eine kurze Auflistung aller positiven und negativen Aspekte des neuen Blitzes. Schaut wie gesagt gern nochmal auf meinem Blog vorbei, wo ich ein paar Zeilen über den Pixel X800C schreiben werde. Solltet ihr Fragen haben, schreibt mir gern in den Kommentaren drunter oder eine Mail an spechdesign@outlook.com.